glaube, das war aber Gothic 1. Das ging. Mit der halben Vegetation auf einmal. Was ist denn das an Dauern? Wo kommt denn der her? Nein. Das reicht mir aber. Vergesst das mal. Durch diesen scheiß komischen Effekt, dass ich dann... Los. Geh hoch und lass dich nicht von den Viechern nochmal treffen. Alter. Wow. Alter Schwede. War das was? Oder war das nichts? Ich glaube, ich mache mal kurz einen Aufnahmestopp, während ich hier heile. Gut, ich glaube, mit so viel Leben kann man sich da wieder ranwagen. Wow. Doch nicht so. Keine Sorge, ich habe gespeichert. Puh. What the? Na, 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 na. Mich auch gefreut. Wo ist mein... Warum zieht der die Waffe nicht? Nichts zu plündern. Oh ja, danke. Der Varan hat sich verpieselt, aber wir haben den Teleportstein gefunden. So. Erfahrung plus 100? Hey. Hey, du. Nein, du warst es ja nicht. Hey, Satura, du. Schickt mich? Warum denn? Saturas schickt mich. Ich soll die fünf Herrenhäuser von Yakenda durchsuchen. Ach, immer mitten im Gespräch. Warum mussten diese komischen Lecks immer mitten im Gespräch kommen? Moment. Keine Ahnung, was da eigentlich immer los ist. Hey, ich weiß du. Es einfach nicht. Irgendwann ist mein System einfach komplett überfordert. Ach ja. Wo finde ich die fünf Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Okay. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Mhm. Aha, Moment. Wegen der Herrenhäuser. Ja. Erzähl mir nochmal, wo sich jedes einzelne befindet. Das Haus der Gelehrten... Ah, gut. Ach ja. Nee, ich will bloß wegen der Teleporter mal gucken. Ich habe jetzt den dritten aktiviert und will dafür auch was sehen. Warst du's? Ich vergesse mal, wer das war. Naja. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Hm, danke. Gut, zum Canyon. Zum Tempelportal. Da war das hier der Sumpf. Gut. Ganz in der Nähe des Lagers. Hm. Ich glaube, das ist Horn. Ich will erstmal gucken, was bei der Leiter war. Das hat mich noch mehr interessiert. Mhm. Die komischen Geräusche im Sumpf.
Ah, hier. Gedrückt halten. Na 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 na. Ich lette eine Leiter mit Leitermelodie. Statt der Fahrstuhlmelodie gibt's hier eine Leitermelodie. Na 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 na. Was gibt es jetzt hier? Oh. Ich glaube, es war nicht mehr so verkehrt, hier zuerst hinzugehen. Guckt euch das mal an. Gut. Rohstall, Morgenstern, Trank, Spruchrolle, Heilwurzel. Hammer, das ist natürlich ein Hammer, eine Säge. Rechts, 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 links, rechts. Rechts, links, rechts. Rechts, rechts, links, rechts, rechts. Links. Gut. Pfeile kann ich immer noch gebrauchen. Gut, und jetzt das grande Finale. Der Schatz. Wieder eine Steintafel? Bitte. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Ring. Eine alte Steintafel. Und der Ring? Was ist das für ein Ring? Gravierter Ring. Ring der Heiler hatten wir schon. Ring der Steinhaut, der Erzhaut, der Lebenskraft. Aha. Ist genauso wie der Ring der Heiler. 20 Lebensenergie. In Ordnung. Dann sprechen wir mit Juan. Ich sollte nicht vergessen, jetzt meine Banditenrüstung anzulegen. Selbst wenn das nicht Juan sein sollte, würde er uns hier töten wollen. Und vielleicht sogar schaffen. Ich möchte nur sagen, ich fände die Telepathiekräfte fürs Helden einfach nur geil. Es interessiert ihn teils gar nicht, dass er runterfallen müsste. Es ist so, als wollte er nicht und deswegen passiert es nicht. Und zwar nur deswegen. Unkraut, wofür ist Unkraut? Gut, du Typ. Heilwurzel? Gut. Juan, bitte, Juan. Du schon wieder? Wo ist dein Kumpane? Oh. Juan ist sowieso nicht dort, wo ich ihn gesucht habe. Um ihn zu finden, muss ich irgendwie weiter an Anfang des Sumpfes. Mehr in die Richtung, die vom Goblin bewacht wird. Nichts zu holen. Gut, danke. Sumpfkraut. Ist besser als Unkraut. Heilkraut. So. Heilpflanze, Sumpfkraut. Und was habt ihr hier vorzuweisen? Sancho, stimmt, euch beide gab es ja auch noch. So, und ich glaube, dass Juan mehr in diese Richtung ist. Auf nieder. Und ich lasse die Pilze jetzt mal liegen. Weil das mit meiner Pilzsucht, das übertreibe ich auch manchmal. So, du kommst schon. Was das sagen, dann bist du Hunger. Ah, hast. Alter! Immer passiert.
kassiere ich Schläge nur, weil ich von dem Fliegen geschickt werde. Was ist das für ein, was ist das für ein Sinn? Ran. Das wagst du nicht. Geht doch. Ach nee. Ich kann dich vielleicht töten, bevor die andere kommt. Ach! Gott. Ich sterbe jetzt gleich. Jetzt nichts mehr mit Heilen zu tun. Ich brauche jetzt definitiv ein Bett. Ich speichere zwischendurch ab, falls irgendwas passiert. Ich gehe mal zu den Wassermagiern. Ach. Da war ich ja sowieso schon Ewigkeit nicht mehr. Guten Tag. Guckt euch mein Leben an. Wir haben 5 von 345 Lebenspunkten. Alter. Das ist wenig. Man erkennt es nicht mal mehr in der Lebensleiste. Das verdanke ich nur diesen dämlichen Weg geschleudert werden. Na, sieh mal eine an. So. Und das Leben ist voll. Ach, Gott. Und dann geht's jetzt wieder runter. Aber möglichst auf einem langsameren Weg. Sonst kriege ich noch Fallschaden. Hui. Oh, danke. Gut. Schön sliden. Ach du. Autsch. Und eine Höhle. Das war eigentlich unnötig, hier runter zu sliden. Ach du. Ich sehe gar nichts. Wartet mal hier. Aber sagen können, dass hier ein Mollerat ist. Ach so, eine Schatzstelle. Nichts zu holen. Lass mich aber auch von denen treffen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Gib mir die Fackel. Geht doch. Butlerfleisch. So, und weiter ist hier zum Glück auch nichts. Gut, dann esse ich mal ein bisschen Butlerfleisch. Lecker. Lecker. Besten Pilze der Welt. Mushrooms. Und so hacken wir wieder mit der Fackel, die neben uns her schwebt. Das ist doch immer ein schönes Schauspiel. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lederbeutel. Trank. Wie ich kann. Achso, geht nicht weiter. Ich würde schon sagen, ich kann noch nicht zweimal graben. Was macht die Lederbeutel plötzlich hier? Die Items wechseln irgendwie immer ihre Position. Genau wie die Steintafeln.
Manchmal sind sie ganz unten und manchmal nicht.